Was machen wir denn hier? Dieser Journalist, das will ich mal kurz erzählen, der hat sich übertrieben blamiert, weil der hat sich dafür eingesetzt, dass der Verfassungsschutz das sich mal ganz genau anguckt, ja? Und dann findet er hier friedliche Menschen. Es ist richtig peinlich für diesen Journalisten, das tut er. Es ist unpackbar. Richtig verrückt, wie so Menschen zu Hause sitzen können und die haben viel zu viel Spaß und es passt mir überhaupt nicht in den Kram. Das ist richtig bescheuert da. Ja? Und diese Menschen, die haben was dagegen, dass wir friedlich auf die Straße gehen zum Beispiel, um vor unsere Grundrechte einzustehen. So, und diese Menschen haben uns dann Staatsfeinde genannt. Staatsfeinde sind wir. Das ist doch unpackbar. Ja? Ich versuche diesem System zu helfen, ja, weil ja, Politiker lügen. Es ist einfach egal. Drei Monate danach, ja, ich sag mal genau das Gegenteil von dem, was ich vor 3 Monaten gesagt habe. Was ist nicht mein Geschwätz von gestern? So diese Logik einfach. Und das passiert jeden Tag und wir demonstrieren für die von den Staatsfeinden. So. Und deswegen ist der Song Staatsfeind entstanden. Ja, den kennen ein paar. Und auch von einem Berg, der 37 Jahren in der Altenpflege ist und und wieder entkommt, oder? Oder natürlich. Das ist die harte Realität und das hat mich dann dazu bewogen, diesen Song zu machen. Und das läuft dann so ab, wenn der Hook, ja, im Refrain, singen wir dann, und das ist der Ruf. Und dann seid ihr Frieden, Freiheit. Erwählt, das sagen wir. Ihr seid Frieden und Freiheit, das ist energetisch viel höher schwingender. Wir machen hier die Schmutzarbeit für euch, okay?